Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Ich bin gerade zu Hause. Falls ihr ab und zu so ein Piepen im Hintergrund hört, das ist das Babyphone, das ab und zu ja, nach einem Empfang ruft, schreit. Deshalb macht es manchmal Piep. Wir reagieren heute auf das neue Video von Miguel Pablo. Und zwar, ich entferne meine Gesichtstattoos. Ich muss ein bisschen ruhiger reden. Normalerweise mache ich das Ganze mit ein bisschen mehr Elan. Aber die beiden Kinder schlafen, deswegen pscht. Und wir gucken mal sofort rein und schauen uns das Ganze mal an. Achso, vorab, wer Miguel Pablo ist. Und zwar, ich würde sagen, war damals der YouTuber mit dem krassesten Hype. So habe ich es jedenfalls aufgefasst, weil ich ein bisschen die Geschichte von ihm kenne. Dann hat er irgendwann, also der hat mehrere Psychosen wohl schon durch und war auch in so einer Psychiatrie. Und ich glaube, dass es so war. Und er hat hier und da für ein paar, ja, für einen Skandal gesorgt. Irgendein Diss gegen Capital Bra und immer so weiter und so fort. Jedenfalls hat er sich in diesem ganzen Prozess, den er da mit sich selber hatte, den Krieg, hat er sich zwei Tattoos unter dem Auge tätowieren lassen. Also unter beiden Augen quasi, ja. Einmal irgendwas mit so einem Stern und irgend so einem Spruch. Weiß nicht, was das bedeutet, aber das könnt ihr ja sicherlich in den Kommentaren schreiben, falls der ein oder andere darauf kommt und sieht, ah, ich bin Miguel Pablo-Fan, und dann kläre ich mal den Sascha auf, ne? So, wir gucken uns das an. Auf jeden Fall will er sich das Ganze jetzt entfernen lassen. Ich bin mir aber 100% sicher, dass er die Tattoos nicht mehr ein Jahr hat. Bedeutet, er muss das wirklich gemacht haben, als er nicht ganz bei Herr der Sinne war, ne? Also, ich finde es schade an dieser Stelle, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, es passt zu ihm, hier unter den beiden Augen die Tattoos. Weiß nicht wieso, aber irgendwie hat das was bei ihm. Ja, es ist meiner Meinung nach ästhetisch, also no homo an dieser Stelle, Hashtag no homo. Aber ich finde, das sieht gut aus. Hätte man lassen können. So, starten wir. Yo Leute, was geht? Ich bin Miguel Pablo und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und wie ihr am Titel erkennen könnt, Leute, heute lasse ich mir meine Gesichtstattoos entfernen. Ihr habt abgestimmt im letzten Video. Das Video hat 12.000 Likes bekommen, Leute. Ihr alle habt euch gewünscht, dass ich mir die Gesichtstattoos entfernen lasse. Und das... Okay. Alter, also wenn ich es jetzt hier richtig verstanden habe, hast du das wirklich nicht getan, oder? Also das ist jetzt... dann bist du ja anscheinend immer noch nicht du selber. Du kannst doch nicht das Publikum entscheiden lassen, per Likes, ob du dir, ich bin richtig sprachlos gerade, ob du dir die Gesichtstattoos entfernst oder nicht. Das ist doch nicht gerade, das ist nicht dein Ernst. Also, das muss der hundertprozentig auch schon so vorgehabt haben. Du kannst mich erzählen, dass du das abhängig machst von deinen Fans. Das ist eine Sache fürs Leben. Deswegen lasse ich sie mir heute entfernen und gebt jetzt erstmal alle einen Daumen nach oben dafür, dass ich durchziehe und sie mir wirklich entfernen lasse. Also Leute, lasst es Likes regnen. Wieso machen die Leute das eigentlich mal mit diesen Likes regnen lassen? Was passiert denn da? An dieser Stelle, Leute, lasst mal ein Like da. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber liked mal bitte alle dieses Video. Boom, und dann mache ich was. Ich kack auf den Tresen. Dass ich wirklich durchziehe und sie mir heute jetzt entfernen lasse. Und wundert euch nicht, dass die Tattoos heute nicht ganz weg sein werden. Das wird insgesamt 6 ganze Sitzungen dauern, bis die Tattoos ganz weg sind. An dieser Stelle hat er recht. Gesichtstattoos, genau. Ich meine, generell Laserentfernungen, kommt darauf an natürlich, wie groß die Motive sind. Die jetzt unter dem Auge sind nicht relativ groß. Wie ich so gerade sehe, sind das so 3 bis 4 cm und umfangmäßig 2 cm, also nach oben, also, ne, so, naja, wir schon, seht ihr ja selber. Ja, kommt hin mit diesen 6 Sitzungen, vielleicht hast du auch Glück und sind nur 5, aber ich kann euch sagen, es ist schweineteuer. Also ich schätze mal, ich hoffe, das sagen die noch in dem Video pro Sitzung, was es kostet, ich sag mal 60 bis 100 Euro. Und ich sage euch, das wird nicht mal 5 Minuten dauern, das Lasern. Und so viel nehmen die dafür. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich habe davon leider von Laserentfernung keine Ahnung, ob das jetzt an dem Material liegt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil rein theoretisch beim Tätowieren verbrauchst du mehr Material als bei einer Laserentfernung. Weil bei einer Laserentfernung, da ist übrigens dieses Piepen, hast du nur, naja, ein Lasergerät, oder? Und irgend so einen Saugschlauch oder sowas. Wir gucken mal weiter. Und ich mache daraus eine Serie. Alle 6 Wochen habe ich einen Tattoo-Entfernungstermin. Und ich bin hierbei endlich ohne Tattoo-Entfernung. Ich krieg hierfür kein Geld, aber ich habe trotzdem einen Rabattcode für euch geklärt. Ihr kriegt 20% Rabatt. Der kleine Schlinge hat sich noch einen Rabattcode geholt. Ich verstehe. Rabatt, wenn ihr sagt, dass ihr von Miguel Pablo kommt, ihr wisst Bescheid, Leute. Und jetzt gehen wir rein.
Erstmal anklingeln, Leute. Jetzt ist die Frage, gibt es wirklich einen Rabattcode oder hat er einfach nur seine Tattoos jetzt dafür billiger bekommen? Weil die Leute machen das ja meistens so, das ist mal sehr raffiniert. Sie bieten Rabattcodes an, dabei ist es im Endeffekt gar kein Rabatt. Versteht ihr, was ich meine? Weil der Preis schon so oder so von vornherein klar steht. Du kannst ja im Endeffekt einfach sowas erfinden und trotzdem deinen Festpreis haben und sagen, ey, das waren ja 20% billiger jetzt auf das. Weißt du, versteht ihr, was ich meine? Das ist immer so eine Sache, da muss man gucken, weil jeder heutzutage, jeder YouTuber hat irgendwas mit Rabattcodes und so, vielleicht ich auch in Zukunft auch, keine Ahnung, aber weil es zieht auch nochmal bei den Leuten, das ist halt immer Marketing, so ist das im Leben und da muss man sich auch anpassen, aber es ist halt krass, dass es irgendwie mit allem funktioniert und geht. Okay, Praxis ist auf jeden Fall Praxis, also sieht auf jeden Fall krass danach aus. Ja, schön hell, kann man sich wohlfühlen. Wir sind bei Endlich Ohne in Paderborn, das ist eine Filiale, die gibt's. Ah, okay, in Paderborn ist es also. Da war wieder das Piepen von dem Babyfon. Überall in Deutschland, mehrere Filialen. Erstmal ein Käffchen trinken, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, als allererstes kriege ich jetzt so eine Betäubungscreme drauf auf die Tattoos. Dann warten wir ungefähr... Okay, also kriegt er jetzt, was kriegt er jetzt da wohl für eine Betäubungscreme drauf? Würde ich ja gerne mal wissen, wie die heißt. 40 Minuten und dann werden die Tattoos gelasert und entfernt. Leute, ich muss ehrlich sein, es wird wahrscheinlich genauso schmerzhaft sein, wie sie zu stechen oder vielleicht noch schmerzhafter, weil der Laserstrahl brennt die ganze zweite Hautschicht weg. Ja, das stelle ich mir dann... Okay, safe, dass er zuckt. An dieser Stelle, wer soweit noch nicht ist, schreibt in die Kommentare, ja... Du wirst zucken. Also ich sag, er zuckt. Doch schon schmerzhaft vor, deswegen die Salbe. Und ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß dran haben werdet, wie ich leide, Leute. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal ein Käffchen. Das ist jetzt eine Salbe. Das ist jetzt die Betäubungs-App. Oh, ich hätte gerne meinen Namen gehört. Okay. Wird sie abgedeckt. Ja. Das ist, damit sie unter Schutzatmosphäre wirken kann. Und in einer ungefähr 30, also einer halben Stunde können wir dich behandeln, dann wirst du fast so gut wie gar keinen Schmerz mehr haben. Okay. Sieht aus, als würde der in so einer Maske liegen, so ein bisschen Venus-mäßig. Ich hoffe, das stimmt. Das stimmt definitiv. Okay, also Helene sagt, wir werden keinen Schmerz spüren. Also ich werde keinen Schmerz spüren. Genau. Wegen der Salbe. Ich hoffe, das stimmt. Wenn es schmerzhaft wird, ich werde ehrlich sein. Dann darfst du gerne schreien. Ich habe Knautschbälle. Die helfen definitiv. Okay. Dann nimm noch mal ein bisschen Platz. Alles klar. Okay, Leute. Okay, jetzt geht's los. Ich habe ja gehört, dass ab 2020, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist es wohl so, dass es nur Ärzte machen dürfen, also dass die Laserentfernung dürfen wohl dann angeblich nur noch Ärzte machen. So habe ich es jetzt gehört. Ach, guck mal, was wir da im Hintergrund sehen. Oben rechts, ich zeige mit der Maus wieder rauf. Könnt ihr Tattoo-Med sehen. Kann ich euch sofort empfehlen. Beste Produkt, keine Werbung, ich kriege gar nichts. Beste Produkt, glaubt es mir. Für alles. Ist einfach das beste Produkt. Ich muss ehrlich sein, ich hab heftig Schiss. Okay, benutzt auf jeden Fall dasselbe Desinfektionsmittel wie beim Tätowieren, wie ich gerade sehe, also das, was wir auch im Laden haben. Ich weiß noch, wo ich mir die gestochen habe. Das hat schon mega weh getan. Ich habe es ein bisschen überspielt, weil ich damals ja mein Musikvideo gedreht habe, Pablo Escobar. Jetzt hoffe ich, dass es nicht so weh tut. Ach, okay, das ist also anscheinend für... Also, okay, gut, anscheinend war der Rapper. Ich weiß, dass er irgendeinen Diss-Track, wie gesagt, gegen Capital hatte. Capital Bra. Bratas und Bratinas, Bratuchas oder was er mal sagt. Ja, krass, wenn man das alles nur für sowas gemacht hat, um irgendwie so ein Image aufzubauen, dann ist das schon echt heftig. Du hast doch gesagt, du hast Stress. Ich meine das Gesicht. Also richtig? Die bekommst du sofort. Okay. Ich brauche auf jeden Fall so einen Stressball. Ich kann ja schlecht die Hand halten vom Kamera. Knetebälle. Der filmt ja. Übrigens, Marc ist hinter der Kamera. Folgt dem mal auf Instagram, Ehrenmann. Und in der Beschreibung. Und der Helene Klein. Ach ja, genau. Und das Tattoo-Studio, Entfernungsstudio. Genau, Endlich Ohne. Endlich Ohne ist auch in der Beschreibung verlinkt. Genau. Folgt denen auch mal auf Instagram. Ich habe hier zwei Stressbälle.
Also grundsätzlich ist es so, dass du jetzt eine Brille bekommst für deine Augen. Okay. Einmal die Augen zu und... Okay, die Brille wahrscheinlich wegen dem Laser, ne? Damit es nicht ins Auge geht, das wäre natürlich brutal. Dann wäre Feierabend, nehme ich mal an. Kopf hoch. So, deine Haare sitzen nach wie vor. Guck mal, ist das perfekt? Okay. Physiker gesagt hat, deine Haare sitzen nach wie vor. Okay, Leute. Für dich eine. Mein Puls ist bei 200. Okay, sie muss anscheinend auch eine Laser, genau. Ja, ist klar, das ist hier Dings von X-Men, der eine. Sie muss anscheinend auch eine Brille aufsetzen. Wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Sehe das gerade jetzt vielleicht zum dritten, vierten Mal. Also nicht das Video, sondern generell, wie man sowas halt macht. Naja, gucken wir mal weiter. Du schaffst das schon. So, du guckst ein bisschen zu mir. Es kommt jetzt ein bisschen kalte Luft. Muss ich die Augen zulassen? Die Augen zulassen, ja. Okay. Okay, das ist so eine Art Kälteschlauch, glaube ich, damit die Haut nicht verbrennt. Kann das sein? Sie sehen nichts. Was heißt, damit die Haut nicht verbrennt? Einfach damit keine Brandwunden entstehen? Ich sag dir, wann es losgeht. Alter, ist aber schon ein fettes Gerät, Alter. Jetzt nur ein Schuss. Safe erzuckt, safe erzuckt. Erste Ding, safe erzuckt, safe. Ein Schuss geht los. Richtig gut, richtig gut. Oh, das ist schon wieder gut gewesen. Würde ich jetzt am liebsten zurückspielen. Ich habe bloß meine Maus im Laden vergessen. Ich muss das hier alles mit meinen Fingern machen. Ich lasse es lieber sein, nicht, dass ich irgendwas wegdrücke. Aber das Zucken war perfekt. Mein Gott. Oh mein Gott. Wie gesagt, oh mein Gott. Oh, merkt man gerade, dass ich das mag, wenn Leute Schmerzen haben? Merkt man das gerade? Nee, oder? Oh. Hallo, ich will noch weiter seine Leinen sehen. Ich spüre das. Das ist wie, wenn jemand mit einer Nadel irgendwie ganz leicht dich anpiekst. Ganz leicht. Das ist wie mit einer Nadel, wenn ich immer ganz leicht anpiekst. Dann ist ja wie Tätowieren. Alle haben gesagt, das ist so dreifach so doll. Ja, ganz leicht. Aber ist Holz oder so? Aha. Ist Holz oder so? Nee, es ist nicht heiß. Weil hier ist ja diese Luftmaschine. Ah, okay. Ich weiß, wenn es Leute nicht richtig können, und das kann auch diese Person sein, was ich jetzt aber nicht sage. Ja, ich weiß nicht, was ich damit gerade sagen will. Sie können alle geblendet sein. Das ist wie mit dem Tätowieren. Viele draußen werden geblendet und können es gar nicht. Und ihr habt ein Riesenproblem, wenn der oder diejenige das nicht kann. Weil dann habt ihr einfach eine Brandwunde, die zur Narbe wird, weil die nicht richtig heilt und einfach es zu heiß war, für immer, irgendwo in eurem Körper. Er jetzt in diesem Sinne an seinem Gesicht. Er stellt euch mal vor, er ist bei jemandem gelandet, der es gar nicht kann. Dann hat er für immer hier unten so eine weißen Balken, ja, die immer so bleiben werden. Das wäre ein übelster Albtraum. Also guckt euch genau an, zu wem ihr geht und was ihr macht. Auch im Tätowieren, glaubt mir, ey, die benutzen alle Photoshop da draußen, alle. Aber Leute, okay, jetzt. Wir sind fertig schon hier oben. Okay. Okay, jetzt. Okay, sie ist eiskalt fertig, schon mit dem ersten Tattoo. Wie lange hat es gedauert? Eine Minute? War das eine Minute? Das ist ja nichts. Und anscheinend kann sie auch auf die Stelle, zeig mal mit der Maus, sie ist nämlich gerade hier nochmal gewesen, anscheinend kannst du auch nochmal doppelt drauf gehen. Ich denke mal, es ist wie mit dem Tätowieren, da musst du vorsichtig sein, bis die Haut, nicht, dass sie zugereizt ist, weil sonst haben wir genau das, was ich gerade meinte, und dieser Kältesauger da nicht an ist. Dann hast du ein Riesenproblem, glaube ich. Jetzt wird es langsam warm. Hm? Super, dann dein Gesicht nochmal zu mir. Achtung, geht los. Okay, es hat dann nicht gezuckt. Schade. Heftig, ne? Wie das sofort die Pigmente zerstört werden und ich weiß nicht, ob das jetzt rausgesaugt wird oder ob das einfach nur sich auflöst unter der Haut. Also rausgesaugt kann gar nicht sein, weil dann wäre ja eine offene Wunde.
Aber ja, es löst sich halt auf durch diesen Laser unter der Haut. Das ist überkrass. Also ja, die Farbe quasi, die Pigmente, die werden zerstört und verbrennen darunter. So nehme ich das jetzt mal, also so denke ich, wird das sein. Überkrass, dass sowas geht. Ja? Überlegt mal, was in 10 Jahren möglich ist. Was? Erste Behandlung überstanden. Das war die erste Behandlung. Ey Leute, was waren das jetzt? 2 Minuten? Was? Die erste Behandlung überstanden. Natürlich, wenn das Tattoo jetzt riesengroß gewesen wäre, natürlich würde es länger dauern, aber zieht euch das mal rein. Krass. Das war schon, ja. Ehrlich? Ja, gleich mal sehen. Die sind ehrlich so gut wie weg, ne? Oder ist man cool? Ja, die weißen Bläschen gehen nach 5 bis 10 Minuten zurück und erstmal sieht man auch das Tattoo zunächst. Aber in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Die Pigmente werden abbauen über die Lymphe, über die Blutbahn. Hä? Aber generell wird ja jedes Tattoo über die Lymphknoten abgebaut. Das musst du mir jetzt mal genauer erklären. Also was hat denn das Lasern denn sonst für einen Sinn? Dass es schneller passiert oder wie? Weil dein Tattoo wird so oder so jederzeit in deiner Haut baut dein Tattoo ab. Deswegen verschwimmt es ja. Die wir eben aufgesprengt haben. Okay. Ich nehme dir die Bälle nochmal. Ja, die Bälle waren gut. Also, ich muss sagen, es hat echt kaum weh getan wegen der Betäubung. Leute, gebt mal jetzt alle einen Daumen nach oben, wenn ich bei der... Kaum weh getan, erstmal richtig fett gezuckt. Oh, das war so gut. Ich bin so schadensfroh, warum bin ich so? In der nächsten Sitzung das ohne Betäubung machen soll. Also irgendwie schon ganz schön, aber... Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass der so ist mit diesen Likes und so. Ich meine, ich habe das jetzt das dritte Mal, glaube ich, gehört mit seinem Likes-Dings, der Bumster hier, gib mal Like nach oben und sowas alles. Der war ja mal richtig angesagt. Der hatte mal einen übelsten Hype. Und wenn man das als kleiner Junge hat, so Justin Bieber-Style, ne, dann verfällt man irgendwann halt in so einen Drogenrausch. Ist einfach so, weil irgendwann ist ja alles weg. Ist klar, es kommen noch mehr YouTuber. Es gibt hier und da dann welche, die erwachsener werden und sagen, ich gucke den jetzt nicht mehr, weil ich mich jetzt für was anderes interessiere. So, weißt du, das ist... Ah, ich glaube, das ist schon hart, sowas, was der da durchgemacht hat. Also man merkt schon, da ist schon, ne, also dreimal dieses Like-Dings jetzt. Ich glaube, der will wieder dahin, wo er mal war. Dann. Ja, das wirst du aber auch aushalten. So, du bekommst jetzt etwas beruhigende Salben, desinfizierend und beruhigend. Wie gesagt, nächste Sitzung in 6 Wochen. Das ist bestimmt jetzt das Tattoo-Med, die Tattoo-Med-Creme, die da drauf ist. Schaltet auf jeden Fall da wieder ein, Leute. Ich werde jede Sitzung filmen. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Bis sie endlich weg sind. Genau. Also das decken wir jetzt einfach mal etwas ab. Oh shit, man. Das ist schon krass. Ja, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so wie das Stechen. Das Stechen war... Von dir wird so keine Reaktion so gesehen währenddessen. Ja, ich war ein bisschen schockiert, dass das so gar nicht so wehgetan hat. Mhm. Also ich glaube, ich muss das mal... noch mehr. Okay, anscheinend tut es nicht so weh. Ich habe von vielen anderen gehört, dass es dreifach so doll wehtun soll. Er meint jetzt, also wir haben jetzt hier mal eine Information von wegen, dass es gar nicht so doll wehtut. Also, Schmerzen. Ja, ja. Noch mehr Schmerzen leiden. Nächstes Mal mache ich es ohne. Genau, nächstes Mal ohne Betäubung. Oder wir lassen die Betäubung nicht so lange einwirken. Ja, genau. Ein bisschen was spürst. Genau, wir steigern uns rein. Nächstes Mal machen wir die Betäubung nicht 40 Minuten drauf, sondern nur 30 oder 20 Minuten. Genau, nur 20 Minuten und danach bei der dritten Sitzung machen wir dann noch kürzer und dann irgendwann ohne Betäubung. Du hast gesagt, einige machen das ohne Betäubung, ne? Fast alle. Fast alle, okay. Also im Gesicht. Tatsächlich die meisten mit Betäubung, aber die meisten machen ohne Betäubung, wenn das an den Unterarm. Ich würde mal gerne Ihre Meinung hören in Sachen Tattoos. Wie sie, ob sie da richtig drauf abhatet oder ob sie sagt, nee, es ist auch schöne Kunst, aber ich helfe halt den Menschen, die ja, ihr altes Tattoo halt bekommen wollen. Versteht ihr, was ich meine? Also das würde mich mal sehr interessieren. Arm, Oberarm, wie auch immer im Körper ist. Okay, ihr habt es gehört, Leute. Viele machen es ohne Betäubung, aber im Gesicht alle mit. Ich mache es nächstes Mal, glaube ich, irgendwann mal ohne. So siehst du jetzt aus. Ja.
Ich sehe aus wie eine Missgeburt. Ja, wie gesagt, gib einen Daumen nach oben, wenn ich es ohne Betäubung machen soll. Danke auf jeden Fall. Verband kannst du heute Abend abnehmen. Okay. Ganz normal duschen, du bist nicht eingesteckt. Okay, ganz normal duschen, krass. Okay, sehr gut, freut mich. Heute Abend wann ungefähr? Und wie findet ja! Dürfte man jetzt quasi auch ins Solarium? Weil die Haut ist ja so gereizt. Passiert irgendwas dann? Das ist. Würden wir auch das wissen. Würde ich auch das wissen. Okay, okay, perfekt. Dann laufe ich jetzt erstmal so noch durch die City. Okay, ihr wisst Bescheid. Gebt einen Daumen nach oben, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dann, ciao. Okay, Leute, ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das Endergebnis von der ersten Sitzung aussieht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe den Verband noch nicht abgenommen. Lass uns mal gemeinsam reinschauen. Oh, okay. Ja, würde ich sagen, sieht aus wie vorher, wa? Also ich sehe ja keinen Unterschied gerade. Also wie ihr seht, es ist noch sehr stark sichtbar. Im Video habt ihr ja gesehen, da war es eigentlich so gut wie weg, weil weiße Bläschen entstanden sind und dadurch hat man das Tattoo nicht mehr gesehen, weil diese weißen Bläschen das verdeckt haben. Und oh, mal gucken, wie das hier aussieht. Oh mein Gott, guckt euch mal diese Rötung hier an. Alter, what the fuck? Ja, ich würde sagen, es ist eine leichte Verbrennung. Ey Leute, guckt euch das an. Das sieht so rot aus. Oh mein Gott. Also, ich bin ehrlich zu euch, es tut jetzt im Nachhinein ein bisschen weh und wird auch ein bisschen warm. Es ist quasi wie, als hättet ihr so ein blaues Auge oder irgendwer hätte euch in die Fresse geschlagen und ihr müsst das die ganze Zeit kühlen. Also ein bisschen weh tut es schon und ich kühle das die ganze Zeit schon deswegen. Aber Leute, hier ist ja voll die Wunde entstanden, das ist richtig rot. Aber die Tattoos sind ein bisschen blasser geworden und es sind ja 6 ganze Sitzungen. Das heißt, man wird wahrscheinlich erst sowas bei ab der 3., 4., 5. Sitzung wird man erst sehen, dass die Tattoos fast weg sind. Auf jeden Fall Leute, lasst unbedingt ein... Okay, das war's an dieser Stelle. Ja, krass. Also ich hätte nie gedacht, dass es noch so hell ist bei der ersten Sitzung. Ich dachte, da wäre irgendwo schon irgendwie so ein Pigmentschaden zwischen der Linie quasi, dass da schon fast was komplett fehlt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viel noch sichtbar ist, weil wir haben ja gerade alle diese Bläschen gesehen. Das sah schon aus, wie als wäre es gleich weg so. Aber das stellt euch mal vor, ihr habt ein riesen Motiv auf dem Oberarm, sagen wir mal ein kompletter Oberarm. Ja, jeder hat ja so ein bisschen, ne, Oberarm halt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da ein riesen Motiv drauf und das wollt ihr weghaben, Alter. Wie viele Sitzungen, Amanakoyum, musst du denn da hingehen, damit das weg ist? Alter, 20, 30, da kannst du dir einen neuen Arm kaufen. Alter. Puh. Okay, das war's an dieser Stelle. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, da bin ich mich sehr heiß drauf. Und ich würde sagen, bis denn, Antenne, gib dem Däumchen, ne? So wie er das halt macht, so mache ich es am Ende des Videos übrigens auch immer, fällt mir gerade auf. Und ja, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, wir sehen uns im nächsten Video, bis deine Antenne haut da rein.